Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blocktown. Und ihr seht hier ein paar neue Gesichter. Stellt euch mal vor. Also ich bin der Maxman. Ach nee, warte. Was war das denn jetzt? Das war eh die geilste Begrüßung von allen Videos, die hier entstehen. Loom! Sag hallo. Genau. Hallo. Und ich, und ja, hi. Was? Okay, Server, okay, komm, Team kurzer Root, Server Neustadt, was? Okay. Das ist ja Hammer. Richtig nice. Gut, wir haben ja anscheinend einen Server Neustadt gleich in den nächsten paar Sekündchen. Aber also auch halb so wild, wir haben in unsere Gruppe zugeteilt bekommen zwei neue Mitglieder. Und zwar einmal Lovely Potato und einmal Loomplays. Yeah. Yeah, die anderen befinden sich gerade in anderen Channels mit Ossi und Marcel zusammen, glaube ich. Und ich würde sagen, ja, wir führen euch halt noch so ein bisschen in den Server herum. Du führst uns? Das ist gut. Ja, Maxman macht mit. Braucht ihr eine Leine? SM-Spiele sind ja auch gern gesehen. Ja. Sie sitzt schon, also, ich hab einen Keller. Marlin sitzt schon neben mir. Also, die würde das auch gern begrüßen. Alles klar, perfekt. So, und damit jetzt fliegen alle runter. Maxman, komm aus dem Springbrunnen raus. Baden ist später. So, wir fangen hier mit der Stadtführung an. Ich weiß nicht, laufen können wir bestimmt, ne? Ihr seid schnell. Ja, okay. Perfekt. Einmal nach rechts, nach oben. Da befindet sich nämlich die WG von The Miners 007. Die kennt ihr sicherlich. Das sind hier die Großen. Kommt man da rein oder haben die das gesperrt? Oh, sie auf. Lol. Irgendwie ging das doch klar. Okay. Ich hab OP. Ja, das ist okay. Okay, dann gucken wir einfach mal rein, auch wenn eigentlich... Also, wenn The Miners das sehen, bin ich tot, aber nicht verraten, ne? Ja, die gucken sich unsere Videos eh nicht an, die sind abgehoben. Stimmt auch wieder. Wir machen jetzt nochmal schön eine Hausparty. Ja klar. Hast du schon auf den Teppich gekackt? Das farbige Glas ist bei mir verbuggt, okay. Weil ich glaube, ich habe ein falsches Texture-Effekt. Es fällt auch eine wunderschöne Aussicht auf den Spawn. Nicht? Hm. Ich nehme einfach mal Sfax für 1.8. Dann müsste das. Hab ich auch drauf, ist ziemlich nice. Ja, ich mag Sfax nicht mehr. Jetzt ist es okay. Hatte ich Sfax. Gut, geh auf Disconnect. Sfax hatte ich zu lange drin, ich bin eher so der POBD, der Paper Cutout, weißt du? Ach so, ja, läuft. Ja, habt ihr es denn hier so ein bisschen reingeguckt und so? Denn würde ich hier ganz flink raus, sogar hier drin gekommen. Bevor das jemand sieht. Ja, stimmt auch wieder. Deswegen ist hier der Teppich und so weiß, ne? So, Seit wann gibt's eigentlich so Steintüren, ja. Alter? Steintüren? Ich kann nicht durch die Türen gucken. Oh Mädels, ich komme hier nicht mehr durch. So, jetzt. So, ich kann nicht durch die Türen gucken. Seit wann ist das so? Das ist bei der Tür nur so. Das sind bei den verschiedenen Holzarten. Gibt es verschiedene Türen. So, Maxman führt uns schon voran. Hier oben geht's zu Blurin. Ja, gut, dann sag an. Hier wohnt Blurin. Hier sind seine heißen Quellen. Und... Ja, da drin kann man sich sehr gut ergötzen. Guckt. Warte, Moment. Einfach instant untergegangen. So, ich bin nochmal gekommen. Gut, weiter geht's. Alles markiert, Digga. Okay, müssen wir schauen, wenn die Schilder setzt oder so, ne, wie das mit Reviermarkieren aussieht. Da ist Maxman. Okay, alles klar. Hier seht ihr das Gemeinschaftsfeld. Das Gemeinschaftsfeld ist dazu da, um Weizen anzupflanzen und abzubauen. Ihr könnt euch immer Weizen nehmen, wenn ihr wollt. Wichtig nur, wir müssen es nachpflanzen. Genau. Yeah. In der Kiste bei Minecraft sterben ja auch viele Seeds. Also, ja, perfekt eigentlich. Hier bekommt ihr übrigens noch kostenlos eine Map. Nicht. Doch. Drück drauf, da kommt nichts raus. Hä? Aha. Ja, das kommt, weil du OP bist. Ja. Wir können nichts machen. Stimmt. Irgendeinen Vorteil muss ich ja haben, ne? Ja, du hast... Nein, stimmt. Aber vorhin ging es auch, als ich nicht OP war. Da kam ich hab eine jetzt. Also du musst sie dir so rausnehmen. Ja, das geht auf jeden Fall, stimmt. Denn okay. Ist hier. Dann habt ihr hier eine Map, genau. So, hier ist, wo ich jetzt stehe, der Essenstand, der wahrscheinlich bald zum Kleidestand umgebaut wird. Was können wir... Ah! Ihr könnt euch Essen sneaken. Man kann Emeralds und dann mit den Emeralds kann man... Das ergibt keinen Sinn. Darf ich mal kurz was fragen? Also die ersten drei Angebote, die sind programmiert, die anderen kamen mit der Zeit dazu. Das ergibt keinen Sinn, weil du hast am Anfang mit einem Dreck drei Iron Pickaxe und nachher musst du für 7 Emeralds eine Iron Pickaxe kaufen. What the fuck? Ja, wie gesagt, der Villager hat nicht die beste KI. Die sind zufällig generiert, die Teile.
Oder für 3 Diamanten ein Emerald. Aber nutze es doch als Vorteil, dass du dann eben für eine Erde doch noch 3 Schaufeln bekommst oder so. Ich finde das ja, cool. Okay, weiter geht's. Okay, hier habt ihr halt die Karte, die habt ihr schon gesehen. Hier haben wir eine sogenannte temporäre Wand. Das war mal das schwarze Brett, ach, keine Ahnung. Gut, wenn wir hier nach rechts gehen, befindet sich das Haus von Zartani. Zartani ist ein YouTuber und er hat ein Haus, wo locker 5 reinpassen würden. Kommentare bitte ersparen. Alter! Okay, ja, ist riesengroß hier. Warte, ich bin kurz fappen. Warte, ich mach mal kurz weg. Ins Dach soll mal eine Bowlingbahn kommen, hab ich gehört, aber... Ja, da hast du dich wohl ein bisschen fair. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal kurz in den Raum hier fappen. Okay. Ja, perfekt. Super. Hier auch noch? Nee, der Raum ist nicht schön. Der Raum ist gut, doch, er ist nicht schön. Ach so, okay, perfekt. Gut, wenn wir oben in der Etage sind, in die Kisten übrigens bitte nicht so wirklich auffällig reinschauen, weil die sind noch nicht geschützt. Ich glaube, Zartani war zwischendurch noch nicht online. Ja, hier oben soll eine Bowlingbahn entstehen. Hast du gehört? Da ist nichts mehr drin, ne? Stimmt, das war nach dem Server-Restart mal das Problem, dass alle Kisten leer waren. Ja, da ist nichts drin. Das Einzige, hier ist nur ein bisschen Eisen drin und in dem anderen ist ein bisschen Lapis Lazuli. Das war's. Da hast recht. Naja, aber der war halt mal voll, aber egal. Würde sich freuen. Naja, was soll's. Gut. Also, das... Maxman, okay. Ja, gut, das war das Häuschen von Zartani. Habt ihr eigentlich noch genug Essen? Ja, ich hab noch 20 Steaks. Passt noch alles. Dennis, gut, alles klar. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Gut. Aha, interessant, ja. Ja, perfekt. Die Wege sieht er ja ziemlich gut. Maxman, der führt uns schon voran hier. Oh! Ja, mit den Schwertern, die wir haben, ist das kein Problem mehr. Mache ich mir nachher. Also, das geht auch relativ schnell. Ups. Maxman, es tut mir echt leid. Ja, ich werde sterben. Ich hasse PvP. So. Also für solche. Ich bin jetzt den Gang weiter runtergegangen. Du brennst dich. Smashies Designerhöhle. Genau, da geht's weiter in unserer Rundgangführung. Ist ziemlich eckig, wird. Da kommt die Tür will nicht, wie ich will. Genau, ich lasse euch gleich rein. Die ist nämlich erstmal nur auf meinen Namen und auf Markus und Max und auf alle Admins. Kommt einfach rein. Ich muss hier stehen bleiben auf der Druckplatte, sonst geht die Tür wieder zu. Ich kann auch so rein oder nicht, denke ich. Nein, oder? Doch, du müsstest. Ja. Genau. So, genau. Also oh, die Kisten hier sind schon voll. Die hier richtig. Sind welche nicht geschützt, die sind voll. Ah, genau, okay. Also in die nicht geschützten Kisten könnt ihr auch, sofern ihr denn ins Haus reinkommt, euch auch dran bedienen. Nicht zu übermäßig, also höchstens mal was rausnehmen, was man mal so ganz dringend braucht oder so. Das gleiche gilt für die Rüstung hier, die ist Protection 3 und Unbreaking 1, das wäre ziemlich kacke, wenn ihr die klaut. Ja. Wieso brauchst du so viele Sattel? Ich brauch die nicht, ich hab sie einfach. Was ist hier oben, wenn wir die Treppe hochgehen? Das ist das Häuslein, was dazu gehört. Das sieht von draußen vielleicht nicht so geil aus, aber von innen sieht es eigentlich ganz nett aus. Jo. Das ist so ein kleines Apartment. Genau, da kann man so drin schlafen, so als Gast. Okay. Ich glaube, hier hat doch hier da irgendwie den Itemframe hast du da abgerissen. Ich hab's genau gesehen. Oder? Doch, da hing mal ein Itemframe. Ich? Definitiv, ja. Da hing mal. Nee, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts im Inventar. Apfel. Warte, guck mal hier. Das, was ich hier im Inventar habe, ist das hier und das hier. Mehr habe ich nicht. Scheiß drauf. Okay, aber da hing mal ein Apfel. Kriege ich das wieder? Danke dir. Wow, nein. Das wird mir zu viel. Ey, er wollte mir Pfeile unterjubeln, Digga. Oh, irgendwo ist aber auch in Ordnung, geht's aber auch. Oh, da könnt ihr gerne rein. Habt ihr hier in dieser Zwischenstufe eine kleine improvisierte XP-Farm? Oder ist es halt richtig Creeper-Party? Bitte auf Abstand gehen, sonst explodieren die scheiß Creeper. Die haben auch alle Spaß. Das ist doch alles Lust. Okay, der ist explodiert. Aber ist ja kein Problem, ne? Nein, die Creeper machen keinen Blockschaden. Das haben wir verhindert. Und das ist auch ziemlich in Ordnung. Alter. Das wurde versehentlich mal gemacht und seitdem ist er drinnen geblieben. Richtig. Gut, da hinten ist so ein Strip-Mine-Gang. Das müsst ihr aber, ist eh egal, ne? Unten einmal die Kuhfarm. Die Kühe heißen alle Boris bei mir. ja, dann kann man die nicht so ein bisschen Zeug. Und LOL! Hier die Kuh! Die ist gerade die Leiter hochgegangen und, und runtergesprungen. Das können die, deswegen ist die Leiter hier oben mit so einem Gang gesichert. Das ist richtig brutal. Die Kühe haben es geschafft zu fliehen. Ja, schämt euch! Die sind voll schlau. Ja, denn hier unten eine kleine Baumfarm und dies und das. Aber ihr werdet, denke ich, bei eure eigenen Sachen haben. Da müsst ihr auch nicht so aufbauen. Was ist das hier? Ahnung. Was ist was wo? So kommen die da rein, glaube ich. Ach, hier ist Wasser
Und das Wasser kann man wegnehmen, oder wie? Ach, du bist da drin. Ja, genau. Das ist so ein Fallschacht. Da kann ich die Tiere nach unten fallen lassen, ohne dass sie Fallschaden bekommen. Nice. Ja, du bist ja ein richtig harter Ficker, Alter. So braucht man sowas. Ich mach die Tutorials. Alter, bist du geil. Genau. So gut. Ich würde dich auch mal gern durchnudeln. Wer denn macht? Hast du in meine Wohnung eigentlich schon mal rein onaniert? Nee, aber mach ich gleich. Okay, alles klar. In der Ender-Chest findet ihr natürlich nur die Gegenstände, die in eurem Username. Müssen wir uns die auch zusammenfarmen? Ich versuch's nochmal mit Nico abzusprechen, beziehungsweise ihr könnt es dann auch selber mal in der Konfi ansprechen, dass das der Villager mittlerweile dann übernimmt. Das tut er nämlich noch nicht, die habe ich mir auch selber gebaut, aber... Die gibt's auch seit der 1.8 erst, ne? Diese Dingenstände? Nee, die gibt's schon ganz lange. Achso, die Rüstungsständer, ja. Die gibt's seit der 1.8. Das sieht cool aus. Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Okay, dann wäre es das hier in meiner Hut eigentlich gewesen. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Warte, ganz kurz. Okay, perfekt. Dann einmal alle raus hier. Maxman macht weiter. Ja. Würde ich sagen. Jetzt können wir zu meinem /Ossis Haus. Hier ist ein Schwein ausgebrochen. Ja, das passiert ab und zu. Guck mal, einmal hitten und du hast sofort Cook Pork Chop. Perfekt. Hier ist unsere Farm. Mit unserem Farmhaus. Und, wie vermehren sich eigentlich Hasen? Mit Möhren? Mit Möhren, ja. Na, okay, also wie Schweine. Ja, so gesehen. Hier wohnt WASD Companies. Das bin ich und Osti. Aber bei uns dürft ihr nicht rein. Okay. Und wenn den Gang hier weitergeht, im Tunnel? Den hier? Oh, Maxman, du bist ja echt unfair. Du bist voll das Arschloch. Ja, das ist privat. Soll ich dich auch mal nochmal hitten, so mit meinem Feuerschwert? Versuch's doch. Da oben ist Ripto. Oder hast du Horns drauf? Ripto. Ja. Und hier ist unser Pferdestall. Darf ich auch mal auf dir reiten? Nein. Das ist aber leider nur der Game Bookie, tut mir leid. Oh, wisst ihr was? Das sieht aber voll cool aus hier. Ja, die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, muss man ja mal sagen. Nochmal C Private. Zack. Den nächsten auch nochmal C Private. Hier draußen die Pferde, die könnt ihr euch eigentlich übernehmen, wenn ihr wollt. Das sind Abfallpferde. Minderwertige Pferde. Die anderen muss ich nämlich erst noch hochzüchten. Da ist die Zucht schief gegangen. Ja, die sind ein bisschen behindert. Also. Es ist gerade. Soll ich mal? Du kommst nicht vorbei. Okay. Ist nicht gut, wenn er ist vorbeigekommen. Wenn sich ein Mensch mit einem Tier paart, das kommen ganz komplizierte Tiere bei raus. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ja. Oh. Was geht ab bei euch? Alter Schwede. Und hier oben? Hier ist ein Bett. Schlafen. Wow. Bowlingbahn kommt da auch noch hin, aber eine kleine. Protected eigentlich, da sind auch Sachen drin. Ich guck. Ja, ich komm rein, doch. Genau. Oh. Ich komm immer drin. Ja, da ist ja nichts drin. Da werde ich trotzdem so Sattel drinnen gelagert. Aua, ich werde geschlagen. Los, take me. Take me. Ah, ich gucke nur so verstört. Ja. Oh, ja. Ist genau, Nacht. Also mich, ja, ist halt so. Mich könnt ihr dann übrigens Smashy oder Paul nennen oder so, ist mir relativ. Aber Paul! Genau. Okay. Alles klar. Gut, so gibt's dann wäre das auch Großes zu zahlen. Nö, ist eigentlich nur Pferdesucht. Ne? Also die Boxen, die Pferde dürft ihr nicht nehmen. Die Pferde, die auf der Koppel sind, könnt ihr euch nehmen. Genau. Könnt ihr auch verlieren, keine Ahnung. Wir waren noch gar nicht bei Game Boogie. Ja, Game Boogie, das muss ich mir auch noch erklären, weil da habe ich. Und bei dem riesigen Schacht. Der ist gar nicht so riesig. Nein, überhaupt nicht. Gefühlt 10.000 Blöcke. Lumina. 5.000. Ach du Scheiße. Plazy! Boop! Obwohl. Warte, Ossi, ich möchte, wir gehen einen anderen Weg. Und hier ist die Scholle. Wo kommt mit? Da? Rein? Du hast die echt verbunden mittlerweile? Ja. Richtig nice. Einmal nach unten bestimmt, ne? Das darfst du Ossi nicht sagen, das weiß er noch nicht. So, ja, hier ist unser Haus, ne? Wie baut man eigentlich diese, Klamottenständer? Das kriegst du in der Wiki raus. Und ganz unten kommen Holzsteps rein. Genau. Ich hab dich gerade nicht verstanden, weil also er dazwischen unten, geredet hat. Ganz hinten. Unten in die Reihe Slab, also Stone Slabs. Ja, das hab ich mir gedacht. Und in die beiden Mitte dann Sticks. Okay. Hier ist unsere Werkstatt zum Verzaubern und eine Kühlkammer. Nice. Ja, der Kühlschrank ist sehr geil geworden, finde ich. Wieso habt ihr zwei Verzauberungstische? Einmal der Level 1 für Zauberbücher und einmal Level 30 für Yodo. Genau. Okay.
Oh, das sieht nice aus bei der 1.8. Das sieht richtig gut aus hier. Wie sich da das Buch die Kraft zieht. Das finde ich richtig cool. Auf jeden Fall. So, ja, Max, wo hast du denn jetzt deinen Gang? Möchte ich nicht Ossi sagen, ne? Okay. Finde ich sehr geil. Alle durch? Ach du Scheiße. Und ich meine, ich habe auch überlegt, ob ich das mit meiner Hut noch machen soll. Dachte mir dann aber eher so, nee. Ja. Oh mein Gott. Minecarts haben wir gerade nicht da, ne? Nö, ich habe 2, aber es ist ein bisschen wenig. Ja, schade, schade. Ach du Scheiße. Oh. Bitte in die Richtung laufen, weil in die laufen die noch 4000 Blöcke. Das kann nicht dauern. Ey, Loom. Ja? Challenge accepted. Also Loom, du kannst dich schon mal drauf... mit der Folge. Loom, du kannst schon darauf vorbereiten, dass Gamebrick und ich die Versklaven werden, um zu helfen. Oh nein. Gut, dass ich das nicht machen muss. Du kannst Bauszeiten Samstag, also von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag zwischen 23 und 6 Uhr morgens sind. Also 23 Uhr, 6 Uhr morgens. Am besten ist es sowieso, wenn du 24/7 online bist, dann bist du nämlich immer erreichbar. Ja, dann würde ich immer gleich versklaven können. Maxman macht das eigentlich auch so. 23/7. Muss ja eigentlich schon schlafen. Hey, du bist 25/7 online. Oder so. Hier ist Gamebookies Haus. Nein, aber fein. Lol. Hier ist Crap drin. Ja, sehr viel Crap. Jonas, was ist oben so? Ist es da ein Teppich? Oder ist das eine Druck... Das ist ein Teppich, damit du rausspringen kannst. Nee. Achso, stimmt. War mal gut. Dann kannst du da rüberlaufen, dann brauchst du... Und das können Tiere nämlich nicht. Oh, ihr und eure Minecraft... Und ich mach die Tutorials, das ist das Schlimmere daran. Ja, stimmt. Okay, Marcel cheatet schon wieder. Wieso? Ach, das siehst du ja, weil du OP bist, ja. Ach ja. Mehr diese OPs. Ja. So, hier. Leute. Maxman. Reisegruppe, ja, okay. Sonnenschein, bitte bekommen. Hier immer dem Dia-Schwert folgen. Ich will, ob ich den töte, aber irgendwie. Nee. Soll ich ihn mal hinten mit meinem Fire Aspect Schwert? Nee, ich finde das cool. Ich habe Fire Aspect 2 drauf, aber. Baue in der oberen Etage und krieg die untere dazu. Ah, genau, okay. Hier war nämlich mal Sardox und Verschrieben. Die beiden haben aber aufgehört mit dem Projekt. Warum? Sardox hat seine Hütte oben einfach abgefackelt und Verschrieben hat sie unten stehen lassen. Also Verschrieben hat aufgehört, weil er jetzt nur noch Vlogs machen möchte. Okay, weil er so hübsch ist, oder wie? Geschmackssache. Ja. Wenn du ihn auf Twitter gesehen hast. Nein, also, nee, Geschmackssache, wenn du blind bist, ja. Wo seid ihr? Oben. Wir sind oben. Achso, da bin ich gerade runtergesprungen. Ja, ist gut. Ich komme runter. Ich auch. Jetzt bist du wieder hoch. ja. Und Sardox weiß ich gar nicht, warum genau. Der hatte einfach keinen Bock mehr, weil war so ein bisschen eingeschlafen und so die Stimmung hier. Naja, also wie gesagt, wenn ihr oben die Etage ein bisschen ausbaut und das zu eurem eigenen, ja, Heim, sage ich mal, macht, dann kriegt ihr hier unten die Etage einfach geschenkt. Loom? Wollten wir bei Blurin eigentlich auch machen. Wollen wir daraus was zaubern? Müssen wir mal gucken, was die anderen schon gesagt haben, ne? Aus der Brücke, ich meine, die Brücke und so ist ja schon fertig, dann müssen wir nur oben und unten was basteln. Na, unten ist auch schon fertig. Ja, aber wir reißen das ab. Wollt. Könnte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also abreißen für dann unten. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal gemeinsam was zu tun. Hier ist Marsh's Bakery. Bakery? Die habe ich schon gesehen in den Videos. Die ist genau. Geil. Hier war mal eine Schweinestun-Show, aber irgendwie hat sich die Leine verabschiedet und das Schwein ist in der Lava ersoffen. Verdient. Wir können ja. Wow, hier. Das hing da? Ja, das hing da und ist immer so hin und her gejumpt über der Lava. Nice, mach das. Das funktioniert, das kannst du auch immer noch machen. Bau dich mit ein paar Blöcken hoch, hab ein Schwein an der Leine. Mach mal, dann gib mir mal eine Leine, gib mir mal ein Schwein, gib mir mal kurz Game Mode. Komm, dann wollen wir das mal ausprobieren. Nee, komm, ich hol fix von zu Hause. Oder was? Ja, oder ich hab eine Leine zu Hause. Ach, wir machen das irgendwann mal, aber ja, nicht jetzt. Wir holen das nach. Gut, und was wir noch nicht gezeigt haben, ist, wenn man durch diesen Tunnel hier durchgeht. Wartet, erstmal steht erst da mal, ja auch, oder? Erstmal okay. Da hinten in dem dunklen Haus ist unser Verzauberungstisch für die Gemeinschaft. Da. Reisegruppe Sonnenschein. Warte, was? Wo seid ihr? Hallo? Hier? Hier. Auf dem. Hier? Ja. Auf dem Marktplatz? Okay, da hinten. Ah. Genau, und hier das dunkle Haus ist für Verzauberung da. Okay. Das ist eigentlich alles. Das Nether-Portal dahinter kommt weg, deswegen ist es nicht mehr wichtig zu erklären. Genau, es gibt ein neues Haus fürs Nether-Portal sozusagen. Was ist dahinter? Ja, da wollen wir jetzt hin. Das genau. Sind die Bauplätze, die hier Ossi und ich zusammen geschaffen hatten.
Da könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Häuser noch bauen. Hier ist die Kirche, die hat Satani angefangen Kathedrale. Zu bauen. Kathedrale. Wow, die sieht scheiße aus. Da sieht meine besser aus. Ja, da kommt noch alles. Das ist nur der Rohbau. Warte, Wir wollen es dann mit wem alle Stück für Stück verbessern und keine Ahnung, wie du redest. Ja. Komm mal bitte auf meinen Server. Naja, ich muss dir was zeigen. Oh, ich will schlafen. Es ist Freitag. Komm, danach zeige ich dir was. Okay, alles klar. Also, ich meine jetzt hier nach direkt. Ja, ist mir schon okay. Klar. Gut, dann lass uns nochmal in die eine Richtung. Okay, lass uns nochmal in die Richtung gehen. Man also kann die Folge geht jetzt nicht schon eine halbe Stunde, ne? Nein. Du kannst ja cutten. Nö. Nee, ich würde jetzt auch cutten, aber egal. Nee, das hat einfach doch mal einen Weg so in die Pampa. Also das ist alles miteinander verbunden. Das siehst du auch auf der großen Karte, sage ich jetzt mal. Am Spawn. Ah. Da könnt ihr halt eure Grundstücke machen. Oder halt nicht. Oder was weiß ich. Mir auch egal. Ja, das war eigentlich schon alles. Danke für den Pushkick. Egons Land. Alles meins. Okay. Tschüss. Das ist dann schon mal weg. Wer ist Egon? Hier unten geht's in diese kleine Höhle, da sag ich mal rein, ist ein Durchgang zum Strand, ist nichts Besonderes, sieht auch scheiße aus. Okay. Ja. Genau. Und hier würdet ihr halt wieder zu dem Tunnel zurückkommen oder zu der Brücke oder was weiß ich. Ja. Ja, mehr gibt's hier zu dem Server zurzeit eigentlich noch nicht so wirklich zu sagen. So. Genau. Hier ist eine Kuh, die den Kopf in die. Okay. Ja. Wir können sie ganz schnell zu einer gebratenen Kuh machen. Wir haben einige nicht alles. So intelligente Los. Kühe bei uns. Okay. Ich finde das ja nice. Ich habe das Leder bekommen. Ich hab's dir geworfen. Ich hab's dir zugeworfen. Oh, perfekt. Stirb! Stirb! Geiles. Okay, ja, mehr gibt's für den Server nicht zu sagen. Okay. Macht ihr das jetzt eigentlich zu zweit oder nicht so? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Keine Ahnung, das war gerade erst so eine spontane Idee. Ja, also. Können wir mal überlegen, auf jeden Fall. Müsst ihr schauen. Okay. Und sonst wegen den Aufnahmen. Also, Marcel hat zwar gesagt gehabt, dass es nicht so geil ist. Also, dass ihr nicht in den Skype-Chat reinschreiben müsst, wann ihr aufnehmt, ist schon klar. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt sagt, ja, und vielleicht, und die Aufnahme ist ja langweilig alleine und so. Denn einfach mal eine halbe Stunde vorher reinschreiben, die online sind und Bock haben, die kommen dann einfach dazu. Ne? Okay. Entweder nur im TS oder wir haben es bis jetzt noch gar nicht so gehandhabt, wäre mir aber ganz lieb, wenn wir es ab jetzt mal so machen. Also nur wenn ihr sagt, wir können auch Leute in der Aufnahme gebrauchen, sonst macht einfach unangekündigt. Ne, damit man hier nicht alleine die Folgen machen muss. Man kann natürlich alleine machen, aber ich finde das immer langweilig. Was ist mit dem Villager dahinter? Und hier gibt's schon Cookies. Zombie Brain. Wow, du kriegst Emeralds bei dem Villager. Okay, Markus, der will unbedingt. Der hört mir in ein TS sofort, also ja. Nicht nur mit dir. Okay, gut. In diesem Sinne, gut, werden wir erstmal mit der Folge, beziehungsweise mit dem, wir nennen es mal Tutorial hier durch von dem Server. Ich sag mal, ihr macht jetzt noch euer Ding und euer Abschlusswort und was weiß ich, das könnt ihr jetzt alles machen. Bitte sehr. Tada! Ciao! Okay, alles klar.